Jedes fünfte Kind in Deutschland ist verflucht. Keine Sorge, ich glaube jetzt nicht an die Macht von Hexen und Schamanen, aber in einer modernen Gesellschaft gibt es Lebenslagen, die genauso mächtig sind wie ein Fluch aus der Märchenwelt. Einer dieser Flüche trägt den Namen Kinderarmut. Und warum dieser Fluch so mächtig ist und meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema, erkläre ich euch im Video. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2020 leidet jedes fünfte Kind in Deutschland unter Armut. Jedes fünfte Kind. Jetzt kommt mir bitte nicht mit so Sprüchen wie, also ich habe noch keine Kinder in Lumpen bei mir in der Straße gesehen. Armut ist natürlich auch eine lokale Frage. Es gibt Landkreise in Deutschland, da beziehen 40% der Kinder Grundsicherung vom Staat und in anderen Kreisen nur 2%. Das ist natürlich praktisch für wohlhabende Menschen wie mich, weil man dann das Elend nicht ständig vor Augen hat. Dann müsste man ja am Ende noch was dagegen tun. In der Bertelsmann-Studie kann man sich die geografische Verteilung von Kinderarmut genau ansehen. Verlinke ich euch in der Infobox. Der Fluch für Kinder in Armut besteht aus den drei großen B. Erstens, Armut begrenzt Kinder. Kinder in Armut sind selten Mitglied in einem Verein, können sich mit ihren FreundInnen keinen Besuch im Kino oder im Zoo leisten, haben nicht die Möglichkeit, eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren, sind weniger mobil und lernen so die Welt außerhalb ihres Umfeldes kaum kennen. Zweitens, Armut beschämt Kinder. Kinder in Armut gehen selten zu Kindergeburtstagen, weil sie kein Geschenk mitbringen können. Sie nehmen selten Freunde mit nach Hause, weil sie sich für ihr Zuhause schämen. Und Anträge für finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten beim Klassenlehrer einzureichen, ist auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Drittens. Und das Schlimmste, Armut bestimmt das Leben von Kindern. Arme Kinder machen sich ständig Sorgen um ihre Familie und ob das Geld reicht. Arme Kinder haben mehr gesundheitliche Schwierigkeiten aufgrund ungesunder Ernährung. Sie haben weniger Chancen in der Schule und aus allen genannten Gründen bleiben arme Kinder auch als Erwachsene oft arm. Sie schaffen es nicht, sich aus ihrer Lage zu befreien. Ich war vielleicht als Kind nicht arm, aber ich erkenne mich als Kind in vielen der oben genannten Punkte wieder. Ich war 8, als mein Vater starb und bis dahin hatten wir viel Geld. Ich hatte einen recht guten Start ins Leben, aber meine Mutter ist nach dem Tod meines Vaters aus der Bahn geworfen worden und hat gesoffen. Ich weiß noch genau, dass ich kaum noch jemanden mit nach Hause nehmen wollte, weil unsere Wohnung immer mehr verdreckte und ich nicht wollte, dass meine Freunde meine Mutter besoffen erleben. Ich bin auch nicht mehr mit auf Klassenfahrten gefahren und mein Taschengeld bestand häufig genug daraus, dass ich die Bierflaschen meiner Mutter zum Getränkehändler gebracht und heimlich den Pfand einbehalten habe. Ich war begrenzt, beschämt und damals war mein Leben bestimmt von dieser Situation. Aufgrund der Unterstützung meiner Oma und der guten ersten Jahre habe ich es geschafft zu studieren und lebe jetzt ein privilegiertes Leben. Genau wie ich Hilfe bekommen habe, brauchen arme Kinder heute Hilfe, um den Fluch der Armut zu entkommen. Deswegen ist es ein Skandal, dass der Bundestag es diese Woche nicht geschafft hat, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Arme Kinder sind ohne jede persönliche Schuld in ihre Situation geraten. Deswegen ist es unser aller Pflicht, ihnen zu helfen. Ein gewaltiges Risiko für Kinderarmut gibt es in Familien mit alleinerziehenden Eltern. Mehr als die Hälfte aller Kinder, die Grundsicherung vom Staat beziehen, leben mit nur einem Elternteil. Und 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen. Zu dem Thema hat sich Natalia vom Kanal Weibsbild hier Gedanken gemacht. Und Zornausbrüche von mir verpasst ihr nicht mehr, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und abonniert auch ganz unbedingt den Kanal von Weibsbild.